Wipe your eyes, you can't let them see a thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You're trying to survive. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Reaction hier auf meinem Kanal und somit herzlich willkommen zu einer Reaction von VDSS mal wieder. Ja, lange kam kein Video mehr, wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, es kam lange kein Video mehr. Bisschen stressig letzte Zeit gewesen, aber da bin ich wieder. Und zwar reagiere ich heute auf VDSS Melina auf den Nacken von deinem Vater mit einem Feature von Emilia. Ich hab fast schon Emily gesagt, Digga. Von Emilia. Ich schätze mal, dass man den Namen so ausspricht. Wenn nicht, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich habe nämlich krank keine Ahnung. Ne? So, genau, Spotify, Shop, auch mit bei VDSS, Instagram, TikTok, whatever. Und dann würde ich sagen, nicht lange schlabern, direkt rein da. Gleich sind die da. Also jeden das Seine, ne? Aber ich weiß nicht, ob man unbedingt goldene Schachfiguren und silberne Schachfiguren braucht, aber ich glaube, das ist halt extra für das Video angelehnt oder gemacht worden. Wenn nicht krank, wer sowas besitzt, weil ja. Keine Ahnung, ich glaube, der hat ein bisschen zu viel Geld. Papa, meine Freunde sind gleich da. Ich brauche die Goldkette. Das war heute? Ja, dann nimm sie dir. Danke. Ja, diese Goldkette ist einfach fetter als die, die ich habe, ne? Weird Flex an der Stelle. Nein, meine Goldkette war in einer Musikbox dabei. Ist aber kein Echtgold, obwohl die schwer ist, die Kette. Also die ist schon ein bisschen, hat schon ein bisschen Gewicht drauf. I don't know. Keine Ahnung, ob die echt oder fake ist. Ich weiß nicht, wo ich die hingelegt habe. Ich möchte kurz dazu sagen, ich habe das Lied nicht gehört. Auch wenn urigerweise hier unten der Streifen drin ist. Aber auch nur, weil ich ganz kurz reingeguckt habe. Also halt nur so wirklich so 2-3 Sekunden und dann habe ich wieder ausgemacht, weil ich dann was anderes geguckt habe. Deswegen, ich von dem Lied direkt kenne ich nichts. Ich habe keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Ja, naja. Gib ihm böse. Ich brauche noch deine Rolex. Brauchst du wirklich die Rolex? Also, komm mit drei Gottes Namen. Ich brauche aber nicht die, ich brauche die goldene. Denn die passt hier besser dazu. Abgehoben. Du weißt ja, wo sie liegt. Oh, das gibt mir so. Oh, wie heißt das Lied? Oh nein, das ist. Ich hab bei dem Beat schon wieder Netflix-Vibes. Ich weiß nur gerade nicht von welchem Lied. Oder war das nicht? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall, irgendwie habe ich gerade bisschen Ding hier, bisschen. Weiß das? Keine Ahnung, scheiß drauf. Aber ich habe gerade irgendwie so ein. Ich habe gerade ein Lied im Kopf. Mit dem Beat. So einen ähnlichen Beat habe ich gerade im Kopf. Ich weiß nur gerade nicht, ob das der ist, aber ich bin mir da unsicher. Ich muss ganz kurz auch noch was machen. Wait a minute. Ja, um zu schreiben, ne? Dort. Das kann ich auch eigentlich nach der Reaction machen. Ja, komm, ich mach das nach der Reaction. Kack drauf jetzt. Fetter Porsche im Hintergrund. Ich. gestorben. Ich muss. Boah, Digga, was geht denn ab, Alter? Ich muss sagen: Porsche bin ich kein Fan von. Ich bin kein Fan von Porsche, aber. Gut, im Mattschwarz würde ich ihn auch in Porsche fahren. So, im Mattschwarz kannst du mir jede Karre hinstellen und ich würde es fahren. Außer ein Opel, den
Nein. Würde ich in 20 Minuten kaputt machen. Aber ja. Egal. Ja, eigentlich gibt's im Hintergrund nicht viel zu sagen, ne? Vordergrund eigentlich auch nicht. Eigentlich gibt's zu dem Frame, wo ich jetzt gerade stehen geblieben bin, nicht viel zu sagen, außer dass hier irgendeine Ladestation ist. Aber schieß mal auf die Ladestation, ich will den Song hören. Gib mal diese Rolli. Gib mal, ey. Hat der Porsche. Digga, der hat einfach BBS-Felgen drauf. Nee. Der ABS-Felgen. ABS? Like ABS ist Anti-Blockiersystem. Gib mir Prada bezahlt von deinem Vater. Gib mir Prada bezahlt von deinem Vater. Wait, oh. Boy, gib mir Prada bezahlt von deinem Vater. Okay. Prada, Vater, ja. Gut, guter Reim, ja, wie man komm schon, rück mal was raus. Inside in den Parker von Deutsche Cabana. Was, Bruder? Prada bezahlt von deinem Vater, komm schon, rück mal was raus. Inside in den Parker von Deutsche Cabana. Ich hab nur Deutsche Cabana verstanden, das andere habe ich nicht verstanden. Schreibt's gerne mal in die Kommentare, ich bin komplett braindead gerade, Alter. Nein, fängst du mich in deinem Haus? Du denkst, du hast Freunde, doch nur wegen Para von deinem Vater, das stimmt. Doch, dass wir dich mögen, nur wegen der... Er denkt sich wahrscheinlich, oh, du Bruder, warum sind doch so viele hier? Bitte. Villa kommt immer, das ist doch nicht schlimm. Die Party, die Stadt, bin in meiner Prime. Bleib immer so wie ein Heidelbeereis. Der Boy ist ein... Was ist mit Heidelbeereis? Ey, ich finde ja Heidelbeereis gar nicht geil. Oder da weiß ich nicht, Digga. Das ist nicht meine Zeit. Ich weiß, ich mag auch irgendwie generell keine Heidelbeeren. Obwohl ich die nie probiert habe. Ich weiß einfach nur, ich denke mir halt jedes Mal, Heidelbeeren, okay, nee, Digga, lass mal. Aber. Die Party, die Stadt, bin in meiner Prime. Bleib immer so wie ein Heidelbeereis. Ach, bleib im. Oh mein Gott. Ich hab verstanden, ich bleib immer im Suff. Aber soft, doch so, ey, man hat die Betonung war ein bisschen komisch. Deswegen habe ich das Wort soft nicht richtig verstanden. Es hat sich eher so angehört, als hieß es soft, weil ich hab kein O gehört, sondern ein U. Deswegen, und ich habe das T hat man überhaupt nicht gehört. Ja? Doch nicht schlimm, die Party, die Stadt, bin in meiner Prime, bleib immer so viel. Also klar, soft, weil soft, ne, aber andere Betonung anscheinend oder bisschen anders abgemischt, so, aber ja, ich verstehe halt soft immer noch, aber ich weiß, dass es soft ist, ich hab's verstanden, so, ne, also, in Anführungszeichen. Wie ein Heidelbeereis, der Boy ist ein Macher, ich gönn ihn im Blick, aber kein Pick. Und das müsst ihr mir in den Kommentaren erklären. Wie ein Heidelbeereis, der Boy ist ein Macher, ich gönn ihn im Blick, aber kein Pick. Ja, das müsst ihr mir in den Comments erklären, bitte. Ich raff das nicht. Warte, ich muss die Line noch einmal hören, vielleicht verkauf ich's dann. Ein Heidelbeereis, der Boy ist ein Macher, ich gönn ihn im Blick, aber kein Pick. Der Boy ist ein Macher, ich gönn ihn im Blick? Okay, Pick, hä? Also ich raff's halt Retalk nicht, ne? So, ich verarsche jetzt hier auch keinen, dass sie mir das irgendwie aus Prinzip einfach erklärt. Ich raff's halt einfach tatsächlich nicht, ne? Bitte erklärt es mir. Erklärt mir bitte, was mit der Line gemeint ist. Ich hab nämlich so fett keine Ahnung, ne? Ich will ein Boy, der Slay ist. Ja gut, das mit Slay, das ist... Ey, dieses ganze Slay, Slave, Arm und Abgrund, ja. Reicht doch. Ich habe immer noch keinen Plan, was das ist. Die ganze Zeit, ich sehe so Instagram und TikTok, so irgendwas mit, ja, der und der ist Slave, Amanakin, der und der ist Slave. Was das, Bruder, was das? Bitte, erklärt mir bitte. Ey, ich werde höchstwahrscheinlich noch mindestens 6-7 Mal pausieren, wahrscheinlich, oder mehr.
wenn ich sage, dass ich was nicht kapiere, bitte erklärt es mir in den Kommentaren, ne? Weil ich stehe sonst echt auf dem Schlauch. Meinem Flug nach Weg. Was war diese gerade? Scheiße, was? Baby, aber kein Pick. Ich will ein Boy, der Slay ist. Gönn meinen Flug nach Vegas. Baby, gib noch. Vegas. Welcome to Berlin. We are currently flying to Vegas. Was ist Vegas? Also klar, Las Vegas, aber. Oder? Wer sagt Vegas, Alter? Ey, wenn Vegas. Ich google das jetzt, ne? Ich google das jetzt. Wartet. Muss kurz gucken. Ah, passt eh. Vegas? Ja, ich krieg Fee gesagt, Bruder. Ich krieg Fee gesagt. Noch bisschen Make-up für den Porsche Panamera. Das ist ein Panamera, Digga? Boah, okay, ne, ich nehme alles zurück, ne, matt schwarzer Panamera, Digga. Boah. Ey, okay, ich habe nichts gesagt, ne, matt schwarzer Panamera, Digga, den würde ich auffahren. Wobei ich bei Porsche sagen muss, zwei Türer am geilsten. Zwei Türer am geilsten. Vier Türer so, kann man so für, kann man halt so fahren, wenn man mit Freunden oder Familie irgendwo hinfährt. Aber sonst würde ich eher zu einem Zweitürer tendieren. Aber ich glaube, es gibt keinen Panamera Zweitürer, ne? Oh, was denn? Alter, was ein Flow. Für den Porsche Panamera. Oder die Rolli passen. Ey, warte mal. Guck mal! Die Rolli ist viel zu groß! Die Rolli ist einfach viel zu groß. Gut, meine Uhr, die ich hier habe, die kaputt ist, oder ich glaube die Batterie ist alle, keine Ahnung. Die passt vor meinen Arm, aber schneidet mir gefühlt alles auf, Alter. Die ist so eng. Ich muss sie mal größer machen lassen. Warte mal, ich will mal gucken, ob ich hier irgendwen erkenne. Ich glaube, das ist Emilia. Das ist Melina, das kennt man. Kein Plan, wer das ist. Kein Plan, wer das ist. Kein Plan, wer das ist. Kein Plan, wer sie im Hintergrund ist. Oh ja, aber auch kein Plan, wer er ist. Weil er mir irgendwie bekannt vorkommt. Aber es sagt mir gerade nichts. Egal, weiter. Ja, okay, gib mal Geld. Oh, gib mal Geld. Auf den Nacken von deinem Vater, Jack and Blaser, Blaser. Oh, die Overlaid Voice im Hintergrund auf der Stimme von Melina klingt geisteskrank. Das ist ja so eine etwas dunklere Stimme. Und die ist so ein bisschen, also das hört sich so ein bisschen an, als wäre die so mehrfach gelayert auf der Stimme. Also ich höre es ein bisschen gelayert, es kann auch an den Kopfhörern liegen, ich weiß es nicht. Aber geisteskrank. Also ich muss sagen, Song bis jetzt gefällt, ich bin bei 1 Minute 44, what the? Ich habe zu oft gestoppt, ich glaube, ich halte jetzt einfach über den Rest des Songs über meine Fresse, Digga. Wir machen einfach weiter. Oh Mann, hab ich. Oh, mein Tee ist gerade explodiert. Ey, wenn das gerade laut war, es tut mir leid, ich habe nur eine Dose geöffnet, ne? Setz dich heute gern aufs Eis. Hauptsache, der Boy ist nice. Ist mir doch egal, wie er heißt. Hauptsache, der Boy ist nice. Der Rest, der juckt mich ein Scheiß. Hauptsache, der Boy ist nice. Der Sommer wird wieder so heiß. Hauptsache, der Boy ist nice. Ey, ich habe irgendwie voll Hunger bekommen. Ja, ich auch. Ja, es wird langsam Zeit. Ich bin so auch Gas. Papa, ich brauche ein bisschen was Geld. Was wollen wir machen? Wir wollen Essen bestellen. Ja, Tama. Ey, Digga, Mann.
Ja, das danke. Reicht. Ja, das reicht. das reicht, ne? Wie viel ist das? Sind doch safe 4, 5, ne? Wobei, sind doch safe 8, 9, 10, wenn nicht sogar 20 Gamer eben. Das reicht easy, easy reicht das. Gib doch, ey. Gib mir doch so 4, 5.000, kann ich mir einen neuen PC holen. Hallo, die Pizza. Wollt ihr mir jetzt ernsthaft hier sagen, die bezahlen mit weiß ich nicht wie viel Cash für 4 Pizzen? Also Dankeschön. Lass es euch schmecken, ach Vorsicht, ist heiß. Dankeschön. Wenn wir das jetzt resisten. 70 Euro dann bitte. Ja, tamam. Stimmt so. Die goldene. Ich hätte einfach einen Honig gegeben. Ich hätte einfach Honig gegeben und gesagt, ey Bruder, du bist hierher gefahren, behalt Bruder, behalt Rest am Rücken, behalt. Direkt erstmal, weiß ich nicht, 8-9k minus gemacht. Ey Digga, Mann. Egal. Warte, sie rappt jetzt? Das heißt, das ist jetzt Emilia, ne? Ey, so, es tut mir leid, falls ich den Namen falsch ausspreche, dann eventuell einmal. Ja, doch, Emilia muss ja, ne? Emilia? Emilia? Ne, Emilia klingt irgendwie falsch, da ist ja kein I zwischen dem L und dem A. Ey, ihr müsst mir bitte einmal sagen, wie man diesen Namen ausspricht, ne? Ich hab keine Ahnung, wie man den ausspricht, ne? Es tut mir so leid, ne? Ich hab keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, sie rappt jetzt, ne? Ich bin jetzt mal gespannt, ob ihre Stimme mich genauso umhaut wie die von... oder, ja, ob der Part mich jetzt so ein bisschen umhaut wie die beiden Parts von dem Song... Lüg mich an von Leni und Adriana. Ach, keine Ahnung. Ob ich das jetzt genauso umhaut oder nicht. Weil, ey, der Song Lüg mich an hat mich umgehauen. Es ist mein Lieblingssong bis jetzt. Bis jetzt ist das wirklich mein Lieblingssong. Ey, ich höre mir diesen Track so oft an, ne? Aber nur wegen den Stimmen, Digga. Die Stimmen sind krank auf dem Song. Hey. Ey, ich bin froh, dass ich dann nicht mitmache. Oder man kann froh sein, dass ich da nicht mitmache. Weil ich würde halt hauptsächlich in diese ganze Diss-Richtung gehen. Glaube ich. Ich würde halt, glaube ich, keine normalen Songs schreiben. Wobei, wenn ich überlege, ich schreibe so auch Songs, die eigentlich in eine normale Richtung gehen. Aber, ja gut, ne? Lassen wir das. Machen wir weiter mit der Reaction. Eine Master von deinem Vater freut den Pizzalieferanten. Wir fliegen los, wir sind fleißig, so wie Jets, wir wollen nie wieder landen. Da wäre jetzt ein Wortspiel gehört, aber kommt das noch? Warte, ich muss mir die Line dazu nochmal anhören. Wir fliegen los, wir sind fleißig, so wie Jets, wir wollen nie wieder landen. Bei Blamers Soft, du bist du ein Star. In der Zeit mit. Na, schade. Man hätte. Auf. Nie wieder landen. Hätte man noch irgendwas mit Niederlanden machen können, ne? So mit Niederlande. Also mit dem Land, ne? Nicht mit Niederlanden, sondern mit Niederlande, ne? Ich weiß nicht. Weil das ist auch so ein Ding. Man kann das wohl gut machen mit Niederlande und Niederlanden. Das geht übelst gut. Ich bin am Überlegen, das mal irgendwie einzubauen, ne? Bei irgendwas, wenn ich mal was mache in Musikrichtung. Wenn ich mal irgendwann eigene Mucke machen sollte, will ich irgendwie sowas mal einbauen. Mal schauen. Vielleicht irgendwann mal. Irgendwann. So in ein, zwei Jahren mal schauen. Vielleicht auch schon früher. Wer weiß. Wer weiß. Vielleicht auch schon Anfang nächsten Jahres. Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Aber dafür brauche ich erst ein anderes Mikrofon. Das hier ist kacke. Ich habe aber schon eins gefunden, was ich holen möchte. Aber mal schauen. Mal schauen. Der Visa Infinite Card. Gib mir die Pepsi. Ich will den Jetski in deine Pool. Ole. Komm mir die Hände. Oh,
White. Infinite Card. Gib mir die Pepsi, ich will den Jetski in deinem Pool, ole. Gib mir die Pepsi, ich will den Jetski in deinem Pool, okay. Oh mein Gott, was ist das? Infinite Card. Gib mir die Pepsi, ich will den Jetski in deinem Pool, ole. Woher kommt die so weit? Ey, die Arme, Digga, die wurde einfach vom Ball getroffen. Ui, ja. Wir sind Schlafjahr, gib das Geld aus von deinem Vater. Komm und sei mal, er erzählt immer noch. Sei mal, ist nicht mein Typ, doch du hast Para auf den Nacken von deinem Vater. Check in Blaser, 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 Blaser. Komm mit die Hände hoch. Ich bin kein Porsche-Fan, aber der Sound von Panamera ist schon geil. Er ist schon geil. Blase, Blase, komm in die Hände hoch, wir sind stark, ja. Doch, kann man machen. Kann man machen. Kann man machen. Muss man aber nicht. Nein, alles gut. Ja, Fazit. Ist auf jeden Fall gut gemacht. So, ja, das war jetzt auch das erste Mal, dass ich die Stimme von, ich werde es wahrscheinlich jetzt falsch aussprechen, Emilia. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, was ich nicht glaube, weil zwischen dem L und dem A kein I ist. Emilia? Emilia vielleicht? Wieso? Keine Ahnung. Ey, ich habe keine Ahnung. Bitte schreibt es mir in die Comments. Ne? Ja, das war jetzt das erste Mal, dass ich die Stimme gehört habe. Es hat mich jetzt nicht so krass umgehauen wie bei Leni und Adriana, muss ich sagen. Weil da hat es mich komplett umgehauen. Die Stimmen sind, also von den beiden, die Stimmen sind geisteskrank gut. Zwei wirklich sehr, sehr schöne Stimmen. Ja, ich fand es aber gut, dass dass Melina und Emilia wahrscheinlich, ich weiß es immer noch nicht, wie gesagt, ich finde es aber gut, dass die beiden einen Part gemacht haben, wo die beiden sich abgewechselt haben. Das ist auch sehr, sehr gut gemacht worden. Ja. Die eine, die vom Ball getroffen wurde, vorhin, ja, die tut mir ein bisschen leid. Da habe ich so einen Ball bekommen ins Gesicht. ja. Ja, das ist halt, ne, ist halt, ja. Ich glaube, wirklich viel kann ich dazu nicht wirklich sagen, weil an sich der Song ist gut gemacht. So, sage ich eigentlich bei jedem Song, klar, ich sage meine Meinung, so, wenn ich einen Song halt scheiße finde, so, oder halt einfach nicht gut, so, dann sage ich es auch, aber ich finde die Songs von VDSES an sich sehr, sehr strong gemacht, es macht auch an sich sehr, sehr viel Spaß, die zu hören, auch wenn ich hauptsächlich meine Sachen halt auf Ding laufen habe, ich habe die hauptsächlich auf random durchlaufen, meine Playlist. Deswegen, ja. Keine Ahnung, aber ja. An sich trotzdem sehr, sehr strong gemacht. Das Video, wann kam das raus überhaupt? Am 7.7.
am 7.7., also schon einen Monat her, über einen Monat sogar schon, am 7.7. kam das Lied raus und hat schon stabile, ja, fast 112.000 Views gemacht. Und ja, würde ich sagen, schau vorbei. Link dazu ist in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. His heart is cold, his lungs are numb.